Willkommen zu Part 5 von StarCraft 2 und zurück zum Spiel. Wir haben ja letztes Mal abrupt enden, da es doch ein bisschen lang wurde, die Aufnahme. Dann ein bisschen. Der nächste Konvoi ist gleich bereit zum Aufbruch, Commander. Bitte nee, sagen Sie Ihren Leuten Bescheid. Uns nicht. Nein, ihr bleibt hier. Bingo! Ihr bleibt hier. So, dann kann ich hier wieder zubauen. Der ist auch dicht. Verband gefällig. Der ist auch voll in Ordnung. Los, los, los! Dann war frei. Der Doktor ist da. Bereit machen, Jungs! Abmarschbereit! Oh, und der Sonnenuntergang. Sehr schön in dem Spiel. Kommt noch was? Na komm schon. Kann's kaum noch erwarten. Das sieht nicht wirklich schwer aus. Gerade im Moment. Moment geht's eigentlich. So. Der hat alles im Griff. Die haben alles im Griff. Schlechte Neuigkeiten? Würde ich jetzt hier 1, 2, 3. Alle da, es kann losgehen. Ihr fegt jetzt auch deinen Bunker. Die verfolgen die jetzt. Alles klar. Jetzt geht's rund. Ja, so tipptopp. Der Doktor ist da. Verzichtet? Ah, ein Overlord. Das sollte ja mal kein Problem sein. Warte mal. Hier komm ich! Ich schick mein WWF mit. Die Zerg greifen den Konvoi an. Auf sie! Greifen die denn den Konvoi an? Beim Konvoi bleiben. Sehr schön. Tipptopp. Boah, ob der das gehalten kriegt. Ja, ist doch easy going gerade. Feuer gefällig. So, läuft ja. Wir könnten hier etwas. Die Zerg sind durchgebrochen. Macht sie platt! Wo sind die denn durchgebrochen? Ich sehe es nicht. Ah, guck mal da. Gerade. Tja, ja. Kann's kaum noch erwarten. Los geht's, geht's rund sicher. Bereit machen, Jungs. Das ist die 3. Kommt noch was? Worauf soll ich ballern? Nimm das die 3 jetzt erstmal hier hoch. Und die anderen kann man wieder runter, die beim Konvoi. Los, los, los! Fünf sind gestorben. Sir, ich orte gerade seismische Störungen, die sich auf Sie zubewegen. Es scheint sich um eine Art Tunnelgräberzerg zu handeln. Na wunderbar, damit auch ja keine Langeweile aufkommt. Upsi. Hier komm ich! Kapiert! Jetzt erstmal hier auch Bunker hinstellen. Jawohl!
kurz das Ding weg. Was ich kann, bumm. Bereit machen, Jungs! So, und die... Wir haben es fast geschafft, Commander. Ein weiterer Konvoi wird demnächst aufbrechen. Ja, die gehen jetzt da drauf, ja. Ich guck jetzt mal, ob ich hier noch ein bisschen was ausrichten kann. Benötige weitere Depots. Ja, die Straße ist sicher. Kann's kaum noch erwarten. Ihr könnt hier etwas Hilfe gebrauchen. Los, los, los! Bereit machen, Jungs! Es bleibt! Den Aufzug! Jetzt im Moment zu vernichten. Bin mal gespannt, wie es funktioniert. Jetzt habe ich kurz wieder Stimpack eingesetzt. Stärkung kommt. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Ja. Das hat auch alles unter Kontrolle. Tipptopp. Das läuft ja einwandfrei. Ja, dann haben wir das ja jetzt auch gleich geschafft. Schlecht läuft das gerade. So, und die sind oben und gewonnen. Das waren die letzten. Los, abheben. Tipptopp. Einwandfrei. Einwandfrei geschafft. Erfolgerung, die Evakuierung. Ohne einen Transporter zu verlieren. Ah ja. Ja, vernichtete Einheiten 474. Gesamtzahl befehligter Einheiten 142. Einheiten verloren 49. Kolonisten verloren 7.
Konvoi Trucks beschützt 5 von 6 wiederverwertete oder verlorene Gebäude, 3 Kokon gefunden, 3 von 3 freigeschaltete Zergforschung, 3. Tipptopp. Und der nächste Ladebildschirm. Ja, war doch einwandfrei, haben wir doch gut geschafft, gegen die Zerg die Konvois zu beschützen. Brücke der Hyperion. 1553 Bootszeit. Gute Arbeit, Sir. Dr. Hansen hat angeboten, vorerst noch bei uns zu bleiben. Ich denke, dass Ihre Fähigkeiten von unschätzbarem Wert für uns sein werden. Es ist kaum zu glauben, dass ich überhaupt hier bin. Schön, Sie an Bord zu haben, Doc. Was meinen Sie denn, wie Sie uns am besten helfen können? Nun ja, die medizinischen Einrichtungen sind vorsintflutlich. Und eure wissenschaftliche Expertise geht gegen Null. Warum fange ich nicht einfach da an? Autsch. Dann werden Sie Statman wohl noch das ein oder andere beibringen können. Willkommen an Bord, Doc. Einwandfrei, wieder ein neuer Crewmitglied. 34 Minuten später. Auf der Schiffsbrücke. Oh, nee. Du hast es bestimmt schon gehört, Rainer. Anscheinend bist du wieder im Geschäft. Sieht ganz so aus, Herr. Und wenn ich gleichzeitig gegen die Liga und die Zerg kämpfen muss, werde ich zwangsläufig weitere Truppen benötigen. Kannst du aushelfen? In Anbetracht der Invasion kontrolliert im Moment das Angebot. Aber dein Barkeeper da drüben mixt einen verdammt guten Maltan. Also habe ich sicher ein paar Söldner für dich auf Lager. Du bist die Großzügigkeit in Person, Helen. Aber frei. Warpigs. Devil Dogs. Das sind diese über Vollfrisse. Ich spare mein Geld. Alles klar. Dann rede ich auch nochmal ganz kurz in die Seite noch reingucken. Ja, gut. So. Wir sprechen jetzt mit Tychus. Hast du Dr. Hansen schon getroffen? Na sicher. Ich habe die Süße nach einer Ganzkörperuntersuchung gefragt. Fragen schadet ja nicht, oder? Aber ich glaube, dass schon ein anderes Weichei ihre Aufmerksamkeit hat. Ah ja? Und wer soll dieses Weichei sein? Boah, keine Ahnung. Vielleicht so ein Typ, der einen auf weißer Ritter macht und angeritten kam, um ihre Kolonie zu retten. Verdammt, Jimmy. Du hast die Frauen noch nie kapiert. Ja. Da ist so was Wahres dran, Tychus. Hier nochmal für diejenigen, die das lesen möchten. Bitteschön. So, jetzt... Oh, die Marke wieder. Dachte, das hätte ich auf Massara zurückgelassen. Wie zum... Tychus, du kannst es einfach nicht lassen, was? Zwergjäger. Nachrichten. Donny Vermillion für UNN. Kate Lockwell ist uns über Satellit aus der Grenzkolonie Agria zugeschaltet. Hören Sie mich, Kate? Wir scheinen ein Tonproblem zu haben. Ich höre gerade, Imperator Mengst nimmt dazu Live-Stellung. Wir schalten direkt zu dieser Ansprache. Meine erfahrensten Militärstrategen sind im Einsatz. Und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass demnächst der Held von Torus selbst die Leitung übernehmen wird. General Horace Warfield. Warfield? Ich dachte, der hätte sich schon vor Jahren zur Ruhe gesetzt. Mit General Warfield als Anführer unserer gut ausgebildeten Streitkräfte habe ich vollstes Vertrauen, dass wir diese neue Bedrohung durch die Zerg schon sehr bald unter Kontrolle bringen werden. Sie hören also, liebe Zuschauer, mit General Warfield als Oberbefehlshaber werden die Zerg innerhalb kürzester Zeit besiegt sein. Als nächstes im Programm, der Terrorist Rainer verstärkt seine Übergriffe, just in dem Moment, in dem die Zerg wieder auftauchen. Ein Zufall? Entscheiden Sie selbst. Wir sind gleich wieder für Sie da. Nein, das ist einfach so lächerlich. So, jetzt gehen wir erstmal nochmal auf die Brücke.
nochmal mit Matt reden. Mann, es war ein gutes Gefühl, diese Leute da rauszuholen. Aber da draußen sind noch Millionen andere, die Hilfe brauchen. Wir können nicht überall gleichzeitig sein, Sir. Wichtig ist, dass wir ein Zeichen gesetzt und ihnen Hoffnung gegeben haben. Jedes Mal, wenn wir Menschen in Not helfen, ist das ein weiterer Schritt in eine bessere Zukunft. Ich weiß, Matt, aber seit 4 Jahren versuchen wir jetzt schon, Mengsk zu stürzen. Und jetzt sind auch noch die Zerg zurück. Deine bessere Zukunft sollte sich lieber beeilen. Sonst ist hier bald keiner mehr übrig, um sie noch zu erleben. Oh, Mrs. Hansen. Ich habe schon viel von Ihnen gehört, Commander. Die Liga hat Sie immer als Verbrecher dargestellt, als Terroristen. Es scheint aber mehr in Ihnen zu stecken, als man denkt. Naja, so wie die Liga nun mal ist. Irgendjemand muss sich um die kleinen Leute kümmern. Und Mengsk wird es mit Sicherheit nicht sein. Ja, dem Anschein nach interessiert es den Imperator überhaupt nicht. Meine Leute und andere Vertriebene aus dem ganzen Sektor sind alle in ein Flüchtlingsgebiet auf Meinhof geflohen. Außerdem gibt es Gerüchte, dass sich zunehmend Gewalt und Krankheiten in den Lagern ausbreiten. Doch der Imperator hat nichts unternommen. Okay, ich werde es mir mal anschauen, Doc. Alles klar. So, jetzt nochmal ins Arsenal. Arsenal. So, jetzt werden wir erstmal hier für die Sunnies. Erstmal hier doch für die Sunnies. Sanitäter benötigen kein Tech-Lab mehr. Sanitäter halten viele 55 schneller. Sanitäter verbrauchen kein Tech-Lab. Größere Flächenangriff. Ich schmeiß es mal hier. Schilde für meine Space Marines. Sieht das schon mal besser aus. Jetzt zurück zur Schiffsmesse. Und hier beende ich den Part. Ja, ich hoffe, es gefällt euch bisher das Let's Play. Und schaut auch bei meinem anderen Let's Play Assassin's Creed rein. Da werdet ihr auch hoffentlich viel Spaß mit haben. Und dann sage ich mal bis dahin. Auf Wiedersehen.